Du bist Künstler und tust dich schwer damit, Content auf Social Media zu posten? Du willst authentisch bleiben, ohne dabei dein Gesicht zu verlieren? Dann ist dieses Video hier das wahrscheinlich relevanteste, was du zu diesem Thema sehen wirst. Mein Name ist Paul Welke von beatmaking.de und wir sind nicht nur deine Plattform für professionelle Instrumentals im deutschsprachigen Raum. Nein, wir haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, Künstlern wie dir dabei zu helfen, mehr Fans zu gewinnen, um damit genügend Geld zu verdienen, um langfristig von der Musik leben zu können. Also, was wirst du in diesem Video alles erfahren? Wir sprechen am Anfang darüber, was die wichtigsten Plattformen sind und wie sich diese voneinander unterscheiden. Dann reden wir darüber, wie oft du posten solltest und natürlich auch was, denn das ist wahrscheinlich das, was dir am meisten Probleme bereitet. Dieses Video hier ist nur das erste von einer Reihe von Videos, wo ich dir Möglichkeiten zeigen werde, wie du mit deiner Musik Geld verdienen kannst. Ich habe nämlich das Gefühl, viele Künstler wissen einfach nicht, welche Möglichkeiten es da draußen noch neben Streaming gibt, Geld mit der Musik zu verdienen. Und keine Sorge, dieses Video hier ist kein Pitch für meinen ultra tollen Kurs, der dir zeigen soll, wie du Millionär als Musiker wirst. Ich bin einfach nur Produzent und will gemeinsam mit den Künstlern wachsen, um so mehr Reichweite für eure Songs und meine Beats zu erzeugen. In Zukunft werde ich auch immer wieder erfolgreiche Musiker hier auf dem Kanal zu Gast haben, die Einblicke in die Musikindustrie geben. Also, wenn du Lust darauf hast, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Klick auf die Glocke freuen. Dann lass uns auch keine Zeit verlieren und uns direkt mit dem Video anfangen. Die Unterschiede der Plattform. Ich erzähle dir sicher nichts Neues, wenn ich dir sage, dass Instagram Reels, TikTok und YouTube Shorts die aktuell beste Möglichkeit sind, um mit relativ wenig Aufwand und Budget ein Millionenpublikum zu erreichen. Und auch wenn die Plattformen alle sehr ähnlich sind, gibt es dennoch einige Unterschiede, die ich dir hier kurz erläutern möchte. Fangen wir an mit Instagram. Instagram ist gemessen an den hochgeladenen Kurzvideos die mit Abstand größte Kurzvideoplattform. Die meisten aktiven Nutzer auf Instagram sind zwischen 25 und 34 Jahre alt. Auf Instagram sind vor allem visuell ansprechende Inhalte relevant. Dich also einfach nur zu filmen, wie du in die Kamera rappst, wird auf Instagram wahrscheinlich eher weniger Erfolg bringen. Doch keine Sorge, was du genau posten kannst, werde ich dir später im Video noch erzählen. Die nächste wichtigste Plattform ist TikTok. Bei TikTok sind über 60% der Nutzer zwischen 16 und 24 Jahren alt. Das wirkt sich natürlich auch auf den Content aus. TikTok-Nutzer interessieren sich nicht für aufwendig bearbeitete Videos oder hochkomplexe Themen. Die Nutzer auf TikTok mögen es real und wollen unterhalten werden. TikTok ist laut, bunt, auffällig und wenn deine Musik das auch ist, dann ist TikTok die richtige Plattform für dich. Außerdem bietet TikTok noch weitere Möglichkeiten, Reichweite aufzubauen und Geld damit zu verdienen, zum Beispiel Livestreams. Aber dazu kommt nochmal extra ein Video, wenn es schon draußen ist, ne? Findet ihr es hier oben irgendwo verlinkt. Die letzte relevante Plattform ist YouTube Shorts. Als größte Videoplattform sind die Nutzer hier am diversesten. Und obwohl ich keine genaue Statistik dazu gefunden habe, würde ich einfach mal behaupten, die meisten Nutzer sind in einem ähnlichen Alter wie auf Instagram und vielleicht sogar noch ein bisschen älter. YouTube Shorts unterscheidet sich von den beiden anderen Plattformen vor allem dadurch, dass die Videos nicht nur durch einen zufälligen Algorithmus vorgeschlagen werden, sondern auch bei der Suche nach Stichworten auftauchen. Videos, die auf YouTube Shorts gut funktionieren, sind vor allem sehr kurze Videos mit einer knackigen Story und Unterhaltungsfaktor. Während bei TikTok Thumbnails und Titel fast vollkommen irrelevant sind, machen diese gerade auf YouTube einen Unterschied, da hier die sogenannte Click-Through-Rate ein entscheidender Faktor vom Algorithmus ist. Also wie oft dein Video angeklickt wird, sobald es dem Nutzer vorgeschlagen wird. Jetzt, wo du die Unterschiede der Plattformen kennst, kommen wir als nächstes dazu, was und vor allem wie häufig du posten solltest. Am besten wäre natürlich, du postest jeden Tag ein Kurzvideo auf allen Plattformen. Aber ich bin realistisch und weiß natürlich, dass das schon ziemlich sportlich für den Anfang ist. Es wäre schon sehr gut, wenn du schaffst, so 3 Kurzvideos in der Woche für den Anfang zu posten. Doch was genau sollst du jetzt posten und vor allem, wenn du dich nicht zum Clown machen möchtest? Diese Frage brennt dir wahrscheinlich am meisten unter den Nägeln. Aber so individuell wie du als Künstler bist, so individuell sollte auch dein Content sein. Vielleicht hast du selbst schon mal probiert, einfach ein paar Videos zu posten, wo du in die Kamera performst und hast dann gemerkt, das funktioniert leider nicht so wirklich. Doch keine Sorge, das bedeutet nicht, dass deine Musik kacke ist. Leute auf Social Media wollen nur einfach keine Musik hören, sonst wären sie auf Spotify unterwegs. Sachen, die in Songs innerhalb von 2,30 bis 3 Minuten gut funktionieren, funktionieren einfach nicht in Videos, die nur 15 bis 30 Sekunden lang sind.
Besonders wichtig ist nämlich bei diesen Videos die sogenannte Hook, also der Einstieg in das Video. Wenn du 3 Sekunden ein Instrumental-Intro am Anfang deines Videos hast, dann wirst du innerhalb dieser Zeit bereits die meisten Zuschauer verlieren. Die Zuschauer auf Social Media sind darauf konditioniert, innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde zu entscheiden, will ich das Video jetzt sehen oder wische ich weiter? Die ersten Sekunden sind also die entscheidendsten. Über den perfekten Aufbau und einige interessante Statistiken meiner Videos gucken wir in einem der nächsten Videos mal genauer. Die beste Möglichkeit, aktuell Ideen für Kurzvideos zu bekommen, ist meiner Meinung nach ChatGPT. Hier mal ein Beispiel von mir, wo ich der KI gesagt habe, hey, ich bin Musiker und möchte gerne, dass du mein Social Media Manager bist. Stelle mir dazu erst einmal ein paar Fragen, um eine bestmögliche Strategie zu erstellen. Der Fokus liegt vor allem auf Kurzvideos, die ich mit möglichst wenig Aufwand produzieren kann. Am Ende möchte ich gern einen 100-Tages-Plan erhalten, mit genauen Anweisungen, was ich posten kann. Daraufhin stellte mir ChatGPT dann 15 Fragen, die ich möglichst präzise beantwortet habe. Nimm auch du dir wirklich Zeit, diese Fragen zu beantworten, denn umso genauer du diese Fragen beantwortest, umso besser wird dein Ergebnis am Ende. Anschließend habe ich die KI dann noch gebeten, 5 konkrete Skripte zu liefern und eins dieser Skripte habe ich mal eben fix beim Schreiben dieses Skriptes hier umgesetzt, gefilmt und das seht ihr jetzt. Du machst neue Tracks, während deine Freunde feiern gehen. Das Video beginnt mit einem Text, von dem sich der Zuschauer angesprochen fühlen soll. Die Neugier wird hier geweckt, indem ich halt nicht direkt in die Kamera schaue und man sich fragt, okay, was macht er da, woran arbeitet er, warum geht er jetzt nicht wie seine Freunde am Wochenende feiern? Anschließend hört man dann die passende Textzeile, die sich auf die am Anfang beschriebene Situation bezieht, im Song. Das Video wird damit auf einen Teilaspekt des Songs heruntergekürzt und das Video ist damit nicht unnötig lang, um die Watchtime möglichst zu erhöhen. Watchtime ist, wie bereits schon angesprochen, einer der wichtigsten Faktoren bei Kurzvideos, wenn nicht sogar der wichtigste. Er entscheidet darüber, ob deine Videos mehr Leuten angezeigt werden oder eben nicht. Also versuch die Videos nicht unnötig lang zu machen, indem du zum Beispiel einen ganzen Part performst. Mit ChatGPT Skripte zu erstellen, ist natürlich nur ein Weg, neue Ideen zu finden. Sei einfach wachsam, wenn du das nächste Mal auf Social Media unterwegs bist. Guck, was andere Künstler so posten. Denn gut kopiert ist immer noch besser als schlecht selber gemacht oder, wie wahrscheinlich bei den meisten, gar nicht gemacht. Ein Beispiel für jemanden, der nur Content kopiert, ist Jason fucking Derulo. Ja, wirklich. Wenn man mal auf seinem YouTube-Kanal vorbeischaut, kann man sehen, dass er jeden Tag einfach nur verschiedene lustige Videos repostet. Und dabei läuft dann halt einer seiner Songs im Hintergrund. Ja, und irgendwie funktioniert das auch. Also wenn du selbst unkreativ bist, benutze einfach die Remix-Funktion von Instagram oder die Stitch-Funktion von TikTok und reagiere auf andere Videos. Das ist Free Content und das kann wirklich jeder von euch. Pack dann noch deinen Song in den Hintergrund und voila, fertig ist dein Content. Sobald du dich ein wenig intensiver mit der Materie auseinandergesetzt hast, werden dir sicherlich noch weitere kreative Ideen einfallen, wie du deinen Content promoten kannst. Ein Beispiel, was ich hier noch nennen möchte, ist das der Glam Gang 030. Sie haben zum Beispiel zu jedem Release eine mehrteilige Videoreihe erstellt, mit zum Beispiel Namen wie Bier an immer komischeren Orten, Part, ... Dinge, die verboten werden sollten, ... oder schlechte Orte, um verkatert aufzuwachen. Durch die mehreren Parts animiert man den Zuschauer dazu, den Kanal zu abonnieren, weil man will ja auch nicht den nächsten Part verpassen, wo noch einer draufgesetzt wird. Die Videos sind wirklich nicht so aufwendig gemacht, aber haben auf TikTok Millionen erreicht. Und was ist mit Hashtags? Tja, der ein oder andere fragt sich jetzt sicher, aber Paul, was ist denn mit Hashtags? Muss ich die benutzen? Bringen Hashtags auf TikTok wie For You oder Viral etwas? Die Antwort darauf ist eigentlich kurz. Nein, Hashtags haben heutzutage eigentlich nur noch wenig Relevanz. Oder wann hast du das letzte Mal nach einem Hashtag gesucht? Klar kannst du Hashtags benutzen, die für deine Zielgruppe relevant sind, allerdings spielen die eine eher untergeordnete Rolle. Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit wird belohnt.
Das Social Media Game ist ein echter Grind und bitte erwarte jetzt nicht, dass deine nächsten Videos direkt tausende Views erreichen werden, auch wenn du alle Tipps aus diesem oder anderen Videos befolgst. Gib dem Algorithmus Zeit, dich den richtigen Leuten vorzuschlagen. Ja, manche Leute gehen mit dem ersten Video bereits viral, aber das ist mehr Glück als alles andere. Lass dir auch bitte von keiner Social Media Agentur irgendetwas anderes erzählen, denn das stimmt nicht. Du musst regelmäßig posten und das über einen langen Zeitraum. Du darfst nicht erwarten, dass du nach 2 Wochen täglichen Posten direkt von 0 auf 1000 Follower kommst. Ich bin jetzt schon fast ein Jahr mehr oder weniger aktiv auf TikTok, Instagram und YouTube Shorts und erst jetzt merke ich allmählich, wie meine Videos mehr und mehr Reichweite bekommen. Glaube an dich und bleibe dran. Analysiere deinen Content und experimentiere. Schau dir in den Statistiken genau an, ab welcher Sekunde du die Zuschauer verlierst und frage dich, warum. Schaue, wie alt sind deine Zuschauer und woher kommen sie. Frage dich, was findet meine Zielgruppe spannend oder interessant. Du wirst merken, dass du ein Gespür bekommst, was die Leute sehen wollen und welche Videos wie viel Aufrufe haben. Am Anfang wird das Posten dich noch Überwindung kosten, aber sobald du Routine hast, wird es ein Kinderspiel, glaub mir. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video dieser Reihe hier wieder, wo ich euch zeigen werde, wie ich mit CapCut meine Reels bearbeite. Hier könnt ihr nochmal ein Video zu dem Thema Shadowban auf TikTok sehen und hier kommt ihr zu einem anderen Video. In der Mitte könnt ihr wie immer abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und dann rate ich euch dazu, klickt drauf. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis bald und ciao!